Es ist eigentlich eine bayerische Fassung, wo wir natürlich, da ich auch Österreicher bin, mit einem Augenzwinkern auch über die Landesgrenze schauen, bewusst, um zu zeigen, Dialekt ist Dialekt, es geht um die Hochsprache. Geht aber auch darum, wenn man meint, weil man etwas kann, es vielleicht so einzusetzen, dass man über jegliches menschliche Empfinden hinaus eine Person, in dem Fall Higgins Eliza, formen möchte. Aber man rechnet mit einem nicht mit dem Gefühl, dass geschehen, wachsen und passieren kann. Und dass kein Unterricht der Welt irgendjemanden das Recht gibt, ihn zu besitzen. Das funktioniert nicht. Professor Higgins, Henry Higgins, ist Sprachprofessor, offenbar eine Koryphäe auf dem Gebiet, weil der Pickering sagt, er wäre extra von Indien nach England gereist, um ihn zu treffen. Er ist natürlich gewohnt, allein zu sein. Er ist geschult im Alleinsein, wie Thomas Bernhard das genannt hat. Und hat dadurch natürlich auch eine unglaubliche Egomanie entwickelt, wie das so ist bei Menschen, die immer alleine sind und die auf niemand Rücksicht nehmen müssen. Doch lass ein Weiber nicht allein! Die Vernunft lässt dich im Stich! Denn dann kommt sie statt mit Kant, mit Bekannten an der Hand und sie reden über jeden und die ganz besonders Blöden über dich. Die Familie, die sie. Ich sag immer, die hat einfach einen Hausverstand, einen gesunden. Wegen dem geht sie ja zu dem Harm. Das kann ja alles sein, das kann ein Psychopath sein, alles möglich. Aber sie ergreift die Chance, weil was soll es machen? Sie hat einen Vater, einen Alkoholiker, den sie auch noch aushalten muss. Und weil sie halt ein netter Mensch ist, tut sie das auch. Er ist sehr streng, weil er ein strenger Geist ist. Er ist streng und genau in der Wissenschaft und so ist er auch streng in seinem Leben. Seine Grundsätze, er hat seine Rituale, er hat, eigentlich läuft sein Leben wie ein Uhrwerk ab. Und dann gerät das in Turbulenzen. Doch ich nehme niemals sie zurück! Kämen sie auf Knien angerutscht! Wenn sie noch so rührend fleht, draußen blau gefroren steht, ich verschließ die Tür und sag dem Biest, erfrier! Sagen wir uns einmal ganz ehrlich, liebe Damen. Ich meine, irgendwie stehen wir ja alle ein bisschen auf das, wenn man einen Partner hat, wo einfach ein bisschen Arbeit dazugehört und wo man sich anstrengt und wo auch dieser Sarkasmus und dieses ein bisschen dieses da ist. Und ich weiß nicht, ob sie das mit Freddy, ich glaube ja, das ist ja auch sowas, was die Eliza, die ist zu dem Zeitpunkt dann schon so weit, dass sie genau so ein Gegenüber braucht. Bernard Shaw hat sein Stück Pygmalion 1913 in Wien zur Uraufführung gebracht. Das Musical My Fair Lady ist 1956 am Broadway zur Uraufführung gekommen. Es wurde dort ein riesengroßer Erfolg, spielte über 6,5 Jahre am Stück am Broadway und ging dann von dort aus schnell um die Welt. Das deutsche Publikum konnte es zum ersten Mal 1961 in Berlin sehen und ein Jahr später, 1962, fand dann auch schon die Münchner Erstaufführung hier in der Stadt statt, damals noch im Deutschen Theater. Am Gärtnerplatztheater wurde das Stück zum ersten Mal 1984 in einer Neuinszenierung von August Everding zur Aufführung gebracht, die dann bis 2011 auf dem Spielplan stand in insgesamt 234 Aufführungen. Kammersängerin, Ehrenmitglied Gisela Ernstberger, war damals die Mrs. Pierce, ist jetzt auch wieder und alternierend zu Cornelia Frobes, die Mrs. Higgins. Cornelia war damals die Eliza, wie jeder weiß, und das freut mich, dass ich da einfach, das freut mich auch, dass die Damen es wieder gerne gemacht haben. Halt, Oberst! Oh. Henry bringt also das Blumenmädchen hierher nach Asgard, hierher, wo alle meine Freunde sind.
und will sie testen für den Botschaftsball? Mein Gott, jetzt hat sie's. Ja, ich frage mich auch, wie es mich hierher verschlagen hat. Das ist ja nicht mein Metier. Und ich habe großen Respekt vor Musiktheater. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, warum gebe ich mir nicht einmal eine Herausforderung? Also ich finde es hocherstaunlich und für mich absolut also neu, wie viele Koordinaten auf der Bühne da zusammenarbeiten. Wenn der Chor kommt, das Ballett kommt, die Solisten kommen. Und immer wieder sind es andere Menschen, die einspringen für wen, die eine Zweitbesetzung sind. Dass das überhaupt funktionieren kann, das ist etwas, was ich sehr bewundere und was ich hocherstaunlich finde. Ach, das ist so ein schönes Theater. Und wenn wir auch noch so ein Stück spielen, das eigentlich jeder kennt und mitsingen kann, dann finde ich, ist ein Grund, ins Gärtnerplatz-Theater zu gehen.